Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lehrer zockt. Sevtech Ages Episode 7 oder so. Okay, wir gucken jetzt später, wenn das hier fertig gebrannt hat, ob da auch Charcoal rauskommt. Ich habe mir hier schon mal einen Helm hingelegt, den werden wir jetzt mal bauen, damit wir auch mal ein bisschen Rüstung haben. So. Leider habe ich nicht mehr Pelz gefunden, um mehr zu craften, aber immerhin schon ein bisschen was. Des Weiteren werden wir versuchen, die Quests hier zu erfüllen, indem wir ein Pferd akquirieren. Und dann schauen wir mal, ob wir die ersten Buffalos auch vermehren können und dann die ersten Inkredenzien daraus ziehen können, wie die Zähne, ne? Die brauchen wir ja hier, um hier weiterzukommen. So. Ich bin gespannt. Außerdem hier, das heißt, wir müssen die, wir haben die gespawnt und dann brauchen wir Hide und Tease. Dann kriegen wir auch dieses hier und hier kann man den Endgegner spawnen. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das vorbereiten. Aber es könnte spannend werden. Okay, schauen wir mal bei den Büffeln vorbei. Ah, seht ihr, die sind noch klein, aber wenigstens die Kuh groß. Okay. Ernten wir mal kurz die Tiere. Wenigstens zwei Eier. Ach, die wollen gar nicht abhauen. Das ist doch super. Brauchen wir die Schere? Die ist bestimmt im Rucksack. Nein, die ist hier. Zack, zack. Strings immer wichtig. Und hier müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Gut. Was auch noch eine gute Idee sein könnte, wäre hier unten Rice Balls anzubauen. Was heißt Rice Balls? Rice anzubauen. Denn aus Reis kann man auch einiges rausholen. Und von daher wäre es gar nicht verkehrt, dass eventuell mit anzubauen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Hier wächst jetzt unser Reis. Es ist ein bisschen doof, dass man Wasser nicht so richtig transportieren kann und in der Welt placen kann. Deswegen sieht es jetzt erstmal ein bisschen sporadisch aus hier, das Feld. Aber es erfüllt seinen Zweck. Und das ist das Wichtigste am Anfang. So, gucken wir mal oben, ob das Charcoal fertig ist. Die Charcoal, die Holzkohle. Ja, das sieht, brennt also nicht mehr. Das heißt, es müsste fertig sein. Und da sieht man, dass jetzt ein bisschen verkokelt ist. Und dann kann man mit Linksklick das ganz einfach ernten. Und dann haben wir Asche bekommen. 41. 41 Asche. Kein Charcoal? Huh. Das ist interessant. Da muss ich mal gucken, ob ich da einen Fehler gemacht habe. Sekunde. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Fehler lag. Wir werden das nochmal ausprobieren. Da steht jetzt, man soll das halt in Dirt machen. Ich werde jetzt einfach das hier durch Dirt ersetzen und hoffen, dass das der Fehler war oder es ist einfach Zufall ist, was da rausspringt. Dass jetzt Asche ist oder Charcoal, dass wir jetzt einfach Pech hatten, das kann natürlich auch sein. So, jetzt ist hier überall Dirt drumherum. Dann versuchen wir das damit mal. Wo haben wir unser Messer? Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Jetzt haben wir 4 Stück. Diesmal richtige Anzahl.
So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es beim dieses Mal wenigstens klappt. Vielleicht ist es wirklich Zufall, vielleicht auch nicht. Weil ich weiß es nicht genau. Sondern räume ich erstmal das Inventar auf. Wofür man die Asche brauchen kann, ist mir noch nicht gänzlich bewusst. Aktuell kann man damit noch nicht wirklich was anfangen. Okay, dann haben wir das Zeug fertig. Ich wieder keinen Platz für Essen. Müssen wir das woanders hin tun. So. Okay, dann wollte ich kurz die Hühner füttern. Dann haben wir ja nur zwei. Ach, oh. Das Gute ist, er geht ja hier nicht hoch. Upsa. Er ist ein bisschen in die Ecke getrieben jetzt. Egal. Halb so wild. So, die. Mit der kann man ein bisschen schneller hauen. Das ist ganz gut. Okay. Hühner. Ah, der eine ist schon mal gewachsen. Ja, sind auf jeden Fall beide noch da. Sehr gut. Verdammt. Ab mit dir. Ab. Ab. Super. Zack. Manchmal ein bisschen kompliziert. Jetzt brauchen wir noch zwei von diesem Strohzeug. Haben wir aber noch nicht, ne? Wächst das nicht hier irgendwo? Ja. Ein bisschen Kartoffeln nehmen wir auch mit. Ja, die Natur versorgt uns wunderbar mit Essen. Dann hoffen wir mal, dass wir die Buffalos auch mit Stroh versorgen können. Ich räume mal kurz auf. Ich habe jetzt noch ein paar Eier noch. Und die Seeds. So. Weg, Kuh. Oi. Das war jetzt. Boah. Guck ihn dir an, ey. Das ist so ein Glück jetzt, dass ich dieses Ding gebaut habe. Jetzt seht ihr, wozu man es braucht. Erstes Mal nicht gehört, dass einer hinter ihm ist. Da ist er. Ja. Das funktioniert mit dem Weed perfekt. Perfekt. Okay, dann warten wir ein bisschen, bis die gewachsen sind. Und dann werden wir den ersten auch mal töten, damit wir da, ne, die Ressourcen rauskriegen. Okay, ich räume mal ein bisschen mein Inventar auf. So, ich habe mal 8 gleiche Blumen gesammelt. Und das bringt jetzt überhaupt nichts. Ich wollte eigentlich so eine Flower Chest machen. Habe ich hier die falschen genommen? Sind doch Ferdinands Flowers. Das ist sehr merkwürdig schon wieder. Man muss 8 gleiche hier rumpacken und dann müsste man, damit ich die wegpacken kann, weil die sind so ein bisschen verbrennen die mein Inventar. Ja, das Ding geht jetzt irgendwie nicht. SS ist wieder. Mal habe ich die falschen gefunden. Da muss ich mal gucken, welche ich da finde und ob überhaupt. Was soll's? Dann nicht wegnehmen.
Ihr seht diese Scheißblumen. Gut, dann pflanze ich die jetzt einfach woanders hin. Weil ich habe nämlich keine Lust, die alle zu wieder wegzupacken. Die sind nämlich so schön. Und wer weiß, wofür man die braucht. Gut, dabei müsst ihr mir aber nicht zusehen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn irgendwas Produktiveres gemacht wird. Wir versuchen jetzt mal das erste Gerät aufzubauen. Und zwar möchte ich den Chopping Block aufbauen und den Grindstone. Und jetzt steht hier dran geschrieben, der muss 7x7 und 2 Blöcke hoch. So, das heißt, ein Block höher muss der gesetzt werden. Und das habe ich mir so vorgestellt. Ich stelle mal hier eine Kiste hin. Dann kommt hier ein Hopper dran. Und hier drauf kommt dann der. Chopping Block. Idee ist, dass wenn das hier verarbeitet wird von dem Pferd, wird es direkt rausgezogen in die Kiste rein. Und dann machen wir mal hier einfach den nächsten hin. Und hier wird gegrindet. Okay. Vielleicht machen wir das Areal da hinten ein bisschen größer hier. So. Auf Nummer sicher zu gehen. Gut. Brauchen wir ja echt ein bisschen viel Platz für. Ich meine, ich habe noch ein drittes, die Presse. Die müssen wir auch noch hier irgendwie aufbauen. Aber ich versuche jetzt erstmal den beiden zu machen. So. Das heißt, wir müssen jetzt ein Pferd holen. Oh, ich sehe gerade, mein Kollege braucht Futter. Was für ein Futter braucht er denn? Ja, Protein hat er schon so viel. Können wir die Äpfel irgendwie weiterverarbeiten, damit die ein bisschen produktiver werden? Gut, nein. Dann hauen wir sie jetzt erstmal rein. Gut. Jetzt haben wir schon wieder Pflanzen hier. Gut, die packe ich noch eben weg und dann gucken wir mal, dass wir ein Pferd irgendwo finden. Ja, perfekt. Seht euch das an. Hier haben wir Schimmel. Jetzt sind die schön weißen. Der hat 17, der hat 22. Nehmen wir dich mal mit. Zack. So, dann laufe ich mal den Weg zurück mit ihm. Dann gucken wir, dass wir den auch nochmal in Ruhe tamen. So, wir haben das erste Pferd. Und das ist ja auch dran. Das ist ein bisschen Bug, ne? Das heißt, wenn wir jetzt das. Das Holz da reintun. Nicht wegschmeißen. Dann läuft er jetzt da drum. Aber der macht auf jeden Fall, soll der konstant 4 machen. Okay. Zweimal muss der, glaube ich, rum. Das ist eine wirklich langsame Automatisierung. Aber die Effizienz steigert sich. Das funktioniert. Perfekt. Dann würde ich sagen,
Kann man denn hier mehrere reintun? Oder brauchen wir dafür auch noch einen Hopper? Ja, geht natürlich nicht. Also es wird nur sinnvoll, wenn man hier mehrere reintut. Das heißt, wir müssen noch irgendwie einen Hopper da dran setzen. Und das sieht natürlich dementsprechend beschissen aus, meine Meinung. Okay. Aber anders ergibt es keinen Sinn. Dann machen wir noch einen Hopper. Hierbei müssten auch die einfachen Hopper genügen. Jetzt hat das kein Inventar. Ich gucke jetzt mal, ob das geht mit 14. Nein, das muss man also von. Bin ich ein bisschen. Bisschen Panne. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Feld jetzt blockiere, wenn ich den hier hinsetze. Ich kann ihn auch vielleicht so einfach setzen. Dann packen wir mal. Nein, das war falsch. Das ist auch falsch. Also ich habe da irgendwie den. Das hat schon scheinbar geklappt. Ah, interessant. Ah, so klappt das alles nicht. Müssen wir eben was ausprobieren? So. Nein. Hat er keinen Slot hier? Der Hopper hat keinen Slot. The Whopper. Vier Slot Hopper. Ich muss doch nur einen Scheiß reinlegen. Ich meine, so funktioniert's, ja. Oder mache ich einfach so? Gucken wir mal, ob so klappt. So, den hat er geschafft. Ja, das geht also so. Gut, dann muss man die da halt so reinschmeißen. Ich will jetzt da keinen größeren Hopper reinpacken. Okay, dann lassen wir die erstmal ein bisschen arbeiten und schauen wir mal, was als nächstes machen. So, wir craften uns auf jeden Fall noch einen Sattel. Denn wir wollen ja auch ein Pferd mal reiten. Okay. Das Gute ist, der arbeitet jetzt da, ne? Bin mal gespannt, ob der da alles raushaut. So, ich habe da hinten schon ein Pferd getamed, tatsächlich. Oh, heiß, nice. Nehmen wir alles mit. Yay! So, das Weiße habe ich noch nicht getamed, ne? Da kann man noch eine Rüstung draufpacken. Sieht doch gut aus. Da habe ich reingepackt. 13. Ich weiß halt nicht, ob das alles despawnt. Ist natürlich alles super optimal. Aber für den Anfang reicht das. Vielleicht erhöhen wir dann irgendwann den Whopper-Level hier, damit wir da den Stack reinpacken. Okay, das funktioniert schon mal. Brauchen wir noch. Jetzt können wir den immer von da nach da packen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehrere Pferde dann akquirieren soll oder nicht. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Auf jeden Fall brauchen wir noch die Presse.
Und die muss auch jetzt hier irgendwo reingebaut werden. So. Glaube, für die Presse haben wir jetzt noch kein Material. Das heißt, die packen wir erstmal so dahin. Da müssen wir ein Item pressen. Und ich wollte doch die auf jeden Fall pressen. So, dann schauen wir mal, ob das klappt. Die geht jetzt zweimal drum. Ich brauche auf jeden Fall noch so eine Leine. Dann kann ich das andere Pferd auch arbeiten lassen. So, jetzt presst er. Das ist, glaube ich, auch eine Quest, dass wir irgendwas. Charcoal müssen wir noch pressen, okay. Ja, stimmt. Da müssen wir gleich mal oben gucken, ob das diesmal geklappt hat oder ob da wieder nur Asche bei rumgekommen ist. Und dann brauchen wir das Material davon auch. Ja, da ist dieser Gem rausgekommen. Und aus 9 von denen kann man dann noch einen so einmachen. Okay. Gehen wir mal bei der Charcoal gucken. Naja, ist klar. Ist so viel Zeug immer. Überall immer so viel Zeug. So. Der sieht jetzt anders aus, ne? Das sieht jetzt anders aus. Ja, jetzt haben wir Charcoal bekommen. Das scheint dann 9. Jetzt sind wir schon bei 18. 29. Und 39. Ja, seht ihr, da kriegt man richtig viel Charcoal raus. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall, das so zu machen. Jetzt müssen wir einen Charcoal-Block machen. Das müssten dann 9 sein, ne? Ja. 9 Stück. Ist das die Quest? Also relativ simpler Weg. Charcoal-Blöcke herzustellen. Haben wir auch noch den hier. Perfekt. Haben wir 4 von denen. Das ist schon mal gut. Und er nimmt auch 9. Alles klar. Pop ihn mal dahin. Rice Seeds. Super. Leder packen wir mal weg. Und dann machen wir gleich noch eine zweite Leine und gucken, ob das vielleicht mit zwei Pferden einfach mal doppelt so schnell geht. Aber witzig, habe ich auch noch nie gesehen, weil wie gesagt, in den anderen Mods ist man so schnell bei den, ja, da haben wir es doch, perfekt. Ist man so schnell bei den Maschinen, dass man das gar nicht braucht. Okay, hier sind wir durch. Next, the wheel on the bus. Und hier, Buffalo ernten. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Buffalo ernten. Drei Buffalos. Die sind leider noch nicht ausgewachsen. Vielleicht lasse ich sie noch mal kurz sich vermehren. Rice können wir noch eben anbauen. So. Stück davon. Super. Jetzt kommt es auch langsam mit dem Essen. Ja. Ganz ruhig, Kollegen.
25, 25. Hoffentlich wehren die sich nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay. Ne, die wehren sich nicht. Na komm her. Okay, nice. Das heißt, wir haben jetzt die Quest. Wir brauchen aber das Wheel hier, glaube ich. Nee, Quatsch. Ist das gar nicht das Gear, war das, ne? Vier Zähne, wie viel haben wir bekommen? Zwei, das heißt, wir müssen noch einen zweiten killen. Was kann man aus Buffalo Hide machen? Uiuiui, ziemlich viel Leder. Nice. Haben wir noch Buffalo Raw Meat, das kann man kochen. Uhuhu. Uhuhu. Und man kann das mit Brot zusammen machen, dann hat man noch Tasty Sandwich. Okay. Was willst du denn? Ihr seid noch nicht dran. Gut. Nice, das heißt, wir haben jetzt schon wieder ein gutes Stück geschafft. Wir müssen jetzt noch einmal einen Buffalo töten. Da würde ich dann aber jetzt kurz warten, bis ich den wieder vermehren kann. Ja, nicht, dass das irgendwann alles weg ist. Denn hier. Können wir den da mal Raw Pork rausnehmen? Okay, Schwein haben wir jetzt nicht, ne? Ne, Notration. Dann haben wir nochmal einen Pork hier durch. Den benutzen wir gleich zum Vermehren. Die Seeds packen wir mal weg. Die Strings auch. Noch Reis haben wir den auch hier drin. Ja. Yep. Noch eine neue Leine wollte ich machen. Da brauchen wir die ja schon wieder für. Okay. Zack, zack. Nice. Das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Mit Horse? Nee. Ha. Man kann nur ein Pferd da anschließen. Na gut. Wo ist die Leine hin? Ja, dass du mich noch nicht magst, weiß ich. Wo ist die Leine hin? Das gibt's doch nicht. Also die ist irgendwie weggebuggt. Schade. Das ist natürlich Lederverschwendung. Das möchte ich eigentlich nicht. Gut, also nicht herumexperimentieren. Lassen wir das erstmal so. Jetzt muss ich schon wieder was essen. Jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr schnell bewegen. Und am besten schlafen. Also hier off-camera ist mir auch nochmal passiert, dass hier direkt ein Creeper neben meinem Zelt gespawnt ist. Glücklicherweise konnte der hier nicht explodieren. Ich bin direkt hier runter. Also der Ocelot, sehr gut. Definitiv sehr gut. Dann Ork. So, jetzt habe ich gesehen, man kann das, glaube ich, mit diesen zwei Dingern. Kann man auch kochen? Kann man den da drin kochen? Ja, schauen wir mal.
Und mit dem gekochten und dem Fleisch kann man auch noch ein neues Essen machen. Gucken wir mal, ob es da drin klappt. Ansonsten packen wir das auf den Grill. Ich glaube, es sieht nicht so aus. So. So und alleine. Genau. Alleine gibt das Protein, Vegetables und Vegetables. Und zusammen gibt es halt Protein und Vegetables und direkt dreimal. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man das, glaube ich, alles zusammenpackt sofort. Gut, Protein ist halt übelst, aber Vegetables wenigstens dazu. Da müssen wir mal gucken, wie man die anderen dann noch zupackt. Okay. Ja, das war's für heute. Nächste Folge gehen wir dann in den Quest rein. Vielleicht, dass wir hier ein bisschen erstmal weiter craften oder uns den Endgegner spawnen. Da weiß ich noch nicht genau, da muss ich mich noch entscheiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Mir macht es auf jeden Fall eine große Menge Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.